Oh, wer von uns beiden der Mann in der Beziehung ist? Sie sind Pastorin? Warum haben Sie an diesem Abend kein Taxi genommen? So, heute wieder mit Margot Käßmann und heute mein Format. Sätze beenden. Wie ihr wisst, spielen wir das immer mit unseren prominenten Gästen. Und wir kennen die Sätze auch nicht, Frau Käßmann. Wir wissen auch nicht, was uns erwartet. Sie kriegen immer den Vorrang. Also, und wer am schnellsten antwortet? Nein, Sie werden da, ich glaube, darauf werden wir nicht. Theoretisch muss jeder von uns den Satz einmal beenden. Ach so, denselben Satz. Und ich muss anfangen. Ja, beim ersten Satz fangen Sie an. Okay. Wäre ich nicht Pastorin geworden, dann vermutlich? Journalistin. Ja, bei mir wäre es Fremdsprachenkorrespondentin. Ich wollte immer Pastorin werden. So, natürlich interessieren uns nicht nur von unseren prominenten Gästen die Satzenden, sondern viel mehr auch von euch. Vielleicht habt ihr ja Lust, jetzt einfach Pause zu drücken und unten in die Kommentare eure Satzenden zu tippen. Wir würden uns freuen, euch einfach besser kennenzulernen. Viel Spaß! Am meisten Geld werfe ich aus dem Fenster für... Oh Gott. Im Moment Kinderspielzeug Paw Patrol. Oh, Paw Patrol, das ist so beliebt, ne? Das lieben meine Enkel. Oh, oh Gott, hoffentlich ist das vorbei. Bis es ist nicht unbedingt pädagogisch wertvoll, aber sie lieben es. Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. oh Gott, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Kann ich für dich beantworten? wofür gebe ich am meisten Geld aus? Also momentan für die Curly-Girl-Methode. Curly-Hair. Ach so, ich dachte mal Curly-Girl. Also, dass Ellen ihre Naturlocken wieder mehr zur Geltung bringt. Ellie, nur für die Haare. Steffi, alles. Steffi gibt am meisten Geld aus, um irgendeinen Quatsch auf Amazon zu kaufen, der dann bei uns zu Hause rumliegt. Und sie kann damit eigentlich nichts anfangen. Sei es ein Lenkdrachen, sei es ein neuer Hula-Hoop-Ring. Ein Hula-Hoop-Ring, wow. Ist gerade total angesagt. Echt? Ein totaler Hype. Ja, nimmt man total toll mit ab, angeblich und das so. Das konnte ich noch nie. Ich dachte, in der Fastenzeit probiere ich das, aber ich bin so deprimiert beim ersten Mal. Er landet immer unten. Ja. Das größte Ziel in meinem Leben ist... Oh, ich sag mal, ich bin jetzt 62. Ich habe keine großen Ziele mehr. Ich hätte noch gerne ein paar nette Jahre. Oh, mit 62? Ja, aber schon. Ich muss ja nicht mehr irgendwo hin. Ja, aber ein paar Jahre? Ja. Ein paar Jahrzehnte? Ach, mal gucken. Okay. Ach, ich glaube, wenn Fides groß ist und immer noch zu Weihnachten zu uns nach Hause kommen möchte, dann bin ich schon glücklich. Voller Mutterhormone. Ja. Ich, wenn ich Bischöfin in Sachsen werde. Na, ob ich so lange lebe, das weiß ich nicht. Ich rede ja von Jahrzehnten. Aber wenn, dann laden wir Sie zur Einführung ein. Danke, also bitte. Dann auf jeden Fall. Weniger Menschen würden aus der Kirche austreten, wenn? Ich glaube prinzipiell, wenn es einfach nichts kosten würde, denn Menschen sind nicht unbedingt bereit, Geld für etwas auszugeben. Ich glaube auch, dass wenn viel weniger Menschen würden aus der Kirche austreten, wenn sie spüren würden, sie hätten was davon, Mitglied zu sein. Und das tun sie, glaube ich, häufig nicht. Ja, true story, wa? Bei mir treten nicht so viele aus. Das stimmt tatsächlich. Sie hat eine Austrittsquote in ihrer Gemeinde, die ist unglaublich niedrig. Das ist aber auch Dorf. Ja? Also ich denke mal... das war für mich ganz zum Schluss ein Thema, wenn wir es besser schaffen würden, dass die Menschen, die sich durchaus von uns in den sozialen, diakonischen Bereichen gut betreut fühlen, in Pflegeheimen, Alteneinrichtungen, Seniorenheimen, Schwangerschaftskonfliktberatung, Obdachlosenarbeit, wenn die das Gefühl hätten, da, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, genau das ist unseres. Wenn wir es schaffen würden, dass diese Verschiedenen da zusammenkommen, und ich denke immer, ich bin ja Mitherausgeberin von Asphalt, ich weiß, es muss kurz sein, aber ich kam mal mit dem Fahrrad zur Marktkirche, da habe ich gepredigt und dann sagt der Asphaltverkäufer vor der Tür zu mir, Frau Käßmann, sagen Sie denen da drinnen, wenn sie rauskommen, sollen sie bei mir eine Zeitung kaufen. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie doch mit rein. Ja. Dann hat er gesagt, nee, das ist nicht meine Welt. Und das ist für mich so ein Thema, warum schaffen wir es nicht, dass wir solche begeisternden Gottesdienste haben, dass die Leute sagen, da muss ich Sonntag hin, sonst geht es mir nicht so gut. Und auch wenn das nicht so getrennt wäre, ne? Das diakonische Handeln auf der einen Seite. Ja, und das diakonische hat eine hohe Anerkennung. Absolut. Ja? Ja. Und warum kriegen wir das nicht verknüpft mit der Kirchengemeinde? Das ist oft so weit weg professionalisiert. Also das ist für mich so ein Thema. Aber das ist zu lang, ich weiß. Nein, total gut. Also es gibt den Dinge, über die kann man auch ruhig länger reden. Okay, nächste Frage. Für Lesben und Schwule wünsche ich mir... dass sie offen einfach dazu stehen können und ihr Leben
endlich in die Hand nehmen und auch gestalten. Weil ich glaube, es ist mittlerweile möglich, offen homosexuell zu leben. Wir müssen es nur einfach tun. Ja, und dass sie das auf eine Art tun können, die ihnen selbst entspricht, ohne sich ausschließlich an einem Ideal von Familie entlanghangeln zu müssen, sondern dass man zu zweit glücklich sein kann, dass man alleine glücklich sein kann, dass man mit Kindern glücklich sein kann, so wie es einem selber entspricht. Also ich würde mir wünschen, dass das einfach gar kein Thema mehr ist. Also ich werde auch nicht dauernd als Heterosexuelle angesprochen, sondern dass man ein Mann ist oder eine Frau ist oder auch irgendwas dazwischen, habe ich ja inzwischen auch gelernt. Dass das aber nicht das Thema ist, das einen Menschen definiert. Ihnen ist wahrscheinlich noch nicht so häufig die Frage gestellt worden, wann haben Sie gemerkt, dass Sie heterosexuell sind? Ja, genau. Also ich meine, warum definiert das einen Menschen? Mhm. Also das finde ich zu begrenzt. Ich warte noch auf den Tag, dass Fides kommt und sagt, Mama, ich muss beichten, ich bin heterosexuell. Am liebsten ungeschehen machen würde ich? Oh Gott. Irgendein Ereignis aus dem eigenen Leben ist damit gemeint? Oder? Was hättest du denn so im Angebot? Also natürlich müsste man jetzt hier sowas sagen wie den Zweiten Weltkrieg oder sowas, die Shoah. Gern was Persönliches. Was Persönliches, okay. Wie willst du den Zweiten Weltkrieg ungeschehen machen? Naja, weiß ich auch nicht. Mit Zeitmaschine. Bei mir erwarten natürlich alle, dass ich ungeschehen mache, dass ich einmal in meinem Leben unter Alkoholeinfluss Auto gefahren bin. Das wird erwartet und dann sage ich es jetzt so. Oh Mann, ey, nein, Sie müssen nichts, was wir erwarten. Ja, was wollen Sie ungeschehen machen? Das ist irgendwie. Ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden, muss ich sagen. Wollte ich gerade sagen, also das ist ja, wenn Sie diese Alkoholfahrt, wenn Sie das, ist das, war das wirklich für Sie so schlimm, dass Sie das rückgängig machen wollen? Ich meine, unter Alkoholeinfluss sind schon so einige andere Menschen gefahren, auch wenn sie nicht unbedingt dabei erwischt worden sind. Aber ja, hätte ich aber trotzdem nicht machen sollen. Ja, gut, das stimmt. Ich glaube, ich würde rückgängig machen, ich weiß es gar nicht. Wir sind noch zu jung. Ja, genau. Ich glaube, wenn Sie mal so alt sind wie ich, dann können Sie die Frage darauf zurückgucken. Wenn ich die Chance hätte, mit einem Verstorbenen zu sprechen, dann am liebsten mit? Jesus zählt nicht, der ist wieder auferstanden. Ja? Nicht, dass das hier in der Theologenrunde kommt. Also ich würde ganz gerne mal mit meinem Vater reden, muss ich sagen. Der ist gestorben, als ich 16 war und jetzt habe ich mit meinen Schwestern zusammengesessen. Und wir haben überlegt, dass wir so wenig wissen. Also der musste mit 18 in den Krieg sofort. Der Krieg brach aus, er wurde 18 und war dann quasi bis 25 im Krieg, dann in Kriegsgefangenschaft. Und wir wissen eigentlich, wir wissen darüber eigentlich ganz, ganz wenig. Mhm. Das tut mir leid. Also ich war mit 16, fragst du deinen Vater nicht dauernd, was hast du gemacht in deinem Leben? Aber das würde ich ganz gerne nachholen. Ich habe meine Großeltern väterlicherseits nie kennengelernt und da hätte ich so einige Fragen. Meine Großmutter ist irgendwann schwer krank geworden und ist zur Behandlung in die USA gebracht worden, kam dann aber nie wieder zurück. Und das sind so Dinge, wo niemand so richtig Antworten weiß, weil es scheinbar Dinge gab, über die gar nicht so richtig geredet worden ist in der Familie. Und das sind für mich so Flecken, wo ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich möchte mehr wissen, weil das ja was mit mir auch zu tun hat und mit meiner Biografie. Ich glaube, ich würde das verschenken oder meistbietend versteigern und damit dann irgendwas Gutes tun. Ich könnte mich nicht entscheiden. Das ist mein Vater, meine Oma, Michael Jackson. Deswegen würde ich es, glaube ich, einfach hoffen, Martin dass ich Luther. Ja, also Schleiermacher und Bart und... Mit Martin Luther würde ich wirklich gerne mal an den Tisch sitzen und reden, weil ich glaube, dem würde ich gerne mal erzählen, was aus seiner Reformation geworden ist und ob er sich das so vorgestellt hat. Das fände ich schon mal ganz spannend. Dann würde ich das für den größten, meistbietenden Luther-Fan irgendwie versteigern. Okay. Mein meistgenutztes Schimpfwort ist? Scheiße. Du fluchst nie. Ich darf ja nicht. Nein, das dann ist meine immer Ärger. Ich mag nicht, wenn sie flucht. Wenn ich das SCH-Wort sage, dann verdreht sie schon immer die Augen und sagt, das darf ich nicht sagen. Sie misst mit zweierlei Maß, weil sie darf ständig sagen. Ja, das ist was anderes. Also meine Enkel finden ganz toll, wenn ich sage, du Dulli. Du Dulli, das ist so das Größte. Ich bin eigentlich auch nicht so ein Typ, der viel flucht. Okay, da haben wir Dullis wohl mehr erwartet. Hoffnung gibt mir... Also ich sag mal, mir gibt schon Hoffnung, dass es so viele junge Leute gibt in der Welt, die weiter die Welt verbessern wollen, verändern wollen. Das wollte ich auch immer und ich find das gut, dass eine neue Generation da nach der anderen anwächst, die oder nachwächst, die versucht,
was bei mir immer hieß, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung irgendwie umzusetzen. Da habe ich viel Vertrauen, dass das weitergeht. Ja, ich bin jetzt schon über 35 geworden. Dementsprechend bin ich ja dann eher so, dass ich diplomatischer werde, angeblich. Steffi hat diese Entwicklung nicht, aber bei mir ist das so, dass ich dann auch ruhiger werde und nicht mehr einfach nur mit dem Kopf durch die Wand. Und ich bin froh, dass es unter 30-Jährige gibt, die das aber noch wollen, die mit dem Kopf durch die Wand ihre Ziele durchsetzen. Da muss ich nur auf Fridays for Future oder so gucken. Ich bin froh, dass es diese Menschen gibt. Und das gibt mir schon auch Hoffnung. Ja, mir gibt die Community und Anders Armen total viel Hoffnung, dass es auch in Kirche möglich ist, die aufzubauen, so wie man sie gern hätte. In meinem Leben möchte ich nie wieder gefragt werden. Oh, wer von uns beiden der Mann in der Beziehung ist? Warum haben Sie an diesem Abend kein Taxi genommen? Sie sind Pastorin? Das Peinlichste, was mir mal in einer Kirche passiert ist. Ich fange an. Im Abendmahl. Ich war noch Studentin und habe mit ausgeteilt. Es war eine Riesenehre. Und da war eine ältere, wirklich sehr alte Dame. Und ihr ist im Halbkreis vorne der Rock runtergefallen. Und sie stand quasi so in ihrem Rock und... Das hat mir so leid getan, weil sie sich weder bücken konnte, noch konnte ich jetzt erstmal irgendwas ausrichten, weil ich diese Hostien, also die Patenen in der Hand hatte. Oh, ich war völlig überfordert. Und mein Pastor kam dann und sah das und hat nur gesagt, na, was machen wir nun? Gott, zumindest nicht drüber reden, habe ihm die Patenen in die Hand gegeben und habe der Dame diesen Rock hochgehoben. Ja, das hat mir so leid getan. Das war ja für mich nicht, also mir ist nichts peinlich im Gottesdienst. Dir ist nie irgendwas peinlich, oder? Danke. Ja. Nee, das ist doch eine Stärke. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir mal was peinlich war im Gottesdienst, weil ich da auch denke, es muss nicht immer alles perfekt sein. Also ich würde mir wünschen, es würde viel, viel lockerer zugehen. Ich finde, es hat sich auch schon viel verändert, auch in der evangelischen Kirche, dass das irgendwie nicht mehr alles so streng ist. Also ich weiß noch, als ich Kind war, da war zum Abendmahl ging man erst, nachdem der Rest des Gottesdienstes weggegangen war, nach dem Segen. Und dann musstest du in Schwarz und dreimal im Jahr. Also ich finde, da hat sich wirklich viel verändert. Gott, Sie kennen echt noch die krasse Kirche. Ne? Genau, aus alten Zeiten kann ich erzählen. Sie sind auch noch die Generation, die ja wirklich auch volle Kirchen noch erlebt hat, oder? Auf jeden Fall. Die meine Kollegen, die immer sagen... Ich erlebe die in der Gegenwart aber auch noch, will ich ja mal sagen. Ja, aber viele Kollegen sagen ja immer so, oh, wir müssen da wieder hinkommen. Aber ich bin ja, also an Kirche denken kann ich seit 2004. Ich kenne keine... sonntagsvolle Kirche, aber die muss es ja wirklich mal gegeben haben. Also hat es noch gegeben. Ja? Ich bin christliche Zeugin, als ich jung war. Wahnsinn. Nächste Frage. In Ruhe lassen sollte man mich, wenn ich... Hunger habe. Und ich muss immer was zu essen im Zweifelsfall dabei haben, weil ich bin wirklich unausstehlich. Wenn ich Hunger habe, geht gar nicht. Wenn ich frühstücke. Also seit ich im Ruhestand bin... Ein ruhiges Frühstück mit Zeitung, da möchte ich nicht gestört werden. Ich, wenn ich in Rage bin, dann muss ich raus und kurz runterkommen, weil ich bin einfach zu hitzig. Und dann ramme ich alles im Boden. Da ist ein Schalter, der... Die mit dem Kopf durch die Wand ihre Ziele durchsetzen. Ich wünsche mir, dass man nach meinem Tod über mich sagt... Sie war ein fröhlicher Christenmensch. Das ist was Schönes, was gesagt wird. Mir fallen jetzt nur so ganz pathetische Sachen ein. Sie wusste, was Liebe ist oder so. Ja. Ich möchte, dass es irgendwann so einen YouTube-Kanal gibt und da sind so zwei verrückte Frauen und die eine sagt auf die Frage, wen würdest du gerne mal wiedersehen, wenn er tot ist? Da sagt er, die Steffi von Anders Armen. Wir sind auf der Zielgeraden. Mein Lieblingswitz lautet... Oh Gott, den kann ich nicht sagen. Den Lieblings... Ach, das ist der... Was ist... Zynismus? Ja. Wenn Judas Jesus am grünen Donnerstag ein schönes Wochenende wünscht. Ja. Und was ist Sarkasmus? Wenn Judas nach dem Wochenende fragt, wie war dein Wochenende? Und Jesus sagt, ich hab abgehangen. Ey, die haben also im Predigerseminar erzählt. Ich finde die... Dann halte ich einen dagegen. Das ist eigentlich kein Witz, aber Nikodemus kommt zu Josef von Arimathea. Achtung, Achtung, jetzt kommt gleich ein Theolog*innenwitz. Der ist nicht so einfach zu verstehen, ohne ein paar Fakten zu kennen. Und zwar, wenn Jesus stirbt, dann passiert das ja recht plötzlich, könnte man sagen. Und es gibt kein Grab.
Deshalb wird dann jemand gefragt, der zum engsten Freundeskreis von Jesus gehört, ob er nicht sein eigenes Grab zur Verfügung stellen könnte, das, was er schon für sich selber und für seinen eigenen Tod eigentlich reserviert hat. Und dieser enge Freund ist Josef von Arimathea. Ebenfalls mit anwesend rund um diese Fragen um Tod und Begräbnis ist außerdem auch Nikodemus, einer, der laut der Bibel ganz viel wohlriechendes Zeugs kauft, um den Leichnam Jesu zu salben. Nikodemus kommt zu Josef von Arimathea und sagt, Jesus ist nun gestorben, aber der braucht doch ein anständiges Grab. Es muss doch irgendwie mit Würde bestattet werden. Du hast doch ein Familiengrab, Josef, jetzt gib doch einen Platz dafür. Er sagt Josef von Arimathea, ach nee, nicht so gerne, ist ein Familiengrab, ist privat. Da sagt Nikodemus, stell dich nicht so an, es ist nur übers Wochenende. 1:1. Ja. Und Ellen, dein Witz? Mein Gehirn ist nicht in der Lage, sich Witze zu merken. Deswegen habe ich auch keinen Lieblingswitz. Deswegen hat sie mich doch geheiratet. Ich bin ihr Lieblingswitz. Genau. Okay. Wir sind am Ende. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, wie Frau Käsmann sich geschlagen hat. Sie wird es lesen. Das ist ihr einziger Move auf den sozialen Medien, Frau Käsmann, andersarmen.de. Und dann bleibt noch Daumen drücken, kommentieren, abonnieren und die Glocke drücken. Das ist voll christlich mit der Glocke. Ja. Ihr Lieben, bleibt behütet. Bis nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Tschüss. Tschüss. Someone I wanna recognize.